Das ist das US-amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt. Der umzäunte Komplex liegt an der Gießener Straße, an der Ostseite des Hauptfriedhofs. Offiziell ist das Konsulat unter anderem für die in der Region lebenden Amerikaner zuständig. Dazu gehören zum Beispiel dort stationierte Streitkräfte und ihre Familien. Aber in diesen Gebäuden befindet sich höchstwahrscheinlich auch eine geheime Basis der CIA. Heute geht es um schwarze Reisepässe, ein unglaubliches Hacking-Arsenal, bürokratische Machtkämpfe und eine aggressive Strategie rund um gefährliche Cyberwaffen. Das ist Vault 7. Vault 7 ist der Codename für eine Serie von Veröffentlichungen auf WikiLeaks aus dem Jahr 2017. Die Leaks beinhalten tausende von internen Dokumenten der CIA. Sie legen dar, was für ein beeindruckendes Hacking-Arsenal der Geheimdienst aufgebaut hat und wie er vorgeht. Die CIA hat die Echtheit der Dokumente weder bestätigt noch verneint. Aber das beste Indiz ist wohl, dass die US-Regierung jemanden für den Leak verantwortlich macht und entsprechend verklagt. Innerhalb dieses Prozesses wurde auch eine interne CIA-Prüfung vorgebracht. In dieser Prüfung wurde ermittelt, welche Hacking-Werkzeuge des Geheimdienstes von Vault 7 offengelegt wurden. Mindestens 91 von rund 500 Werkzeugen aus dieser Zeit seien von dem Leak betroffen. Man kann also mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass die Dokumente echt sind. Aber was genau macht Vault 7 so brisant? Geheimdienste wollen vor allem allerlei wichtige Informationen beschaffen. In den USA macht das eigentlich die NSA über digitale Wege. Die CIA beschafft solche Informationen traditionell von und durch Menschen. Aber Technologie und Mensch sind heute fast untrennbar verschmolzen. Wer dein Handy hackt, weiß danach wahrscheinlich alles über dich. Dass die CIA allem Anschein nach auch hackt, ist also kein Wunder. Aber wenn man Vault 7 Glauben schenkt, ist das Ausmaß doch beeindruckend. Der Geheimdienst verfügt anscheinend über ein gewaltiges Arsenal, über hunderte Millionen Zeilen Code. So konnte er, Stand 2017, zumindest in der Theorie, alles und jeden auf der Welt hacken und ausspionieren. Laut Vault 7 konnte die CIA sowohl iOS als auch Android-Handys infiltrieren und komplett kapern. Das gleiche galt für Windows, OS X und Linux-Betriebssysteme. Und Autos und WLAN-Router. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Mit der Angriffsmethode Weeping Angel kann die CIA den Smart TV Samsung F8000 in einen Fake-Off-Zustand versetzen. Dem Besitzer wird so suggeriert, der eigene Fernseher sei ausgeschaltet. Das Gerät funktioniert dann in Wahrheit aber wie eine Wanze, die Gespräche im Raum aufzeichnet. Die sendet es dann über das Internet an einen verdeckten CIA-Server. Aber was genau hat das Generalkonsulat in Frankfurt mit diesen Werkzeugen zu tun? In dem Konsulat befindet sich höchstwahrscheinlich ein spezielles Gebäude für US-Geheimdienste. Gerade für die CIA sei diese Einrichtung in Frankfurt ein Dreh- und Angelpunkt. Laut Vault 7 fungiere sie als geostrategische Basis für die Spionageaktivitäten des Geheimdienstes in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Der Leak enthält sogar eine detaillierte, sarkastisch formulierte How-to-get-around-Anleitung für CIA-Agenten, die nach Frankfurt reisen. Es gibt eine Einführung in die örtliche Gastronomie, Tipps für Fahrkarten der Öffis, Empfehlungen für Whisky im Duty-Free-Shop und eine Erläuterung der Vorzüge bestimmter Airlines. Dazu kommt noch eine ultra-generische Cover-Story für ahnungslose deutsche Zollbeamte, während man seinen schwarzen Diplomatenpass vorzeigt. Aber warum Frankfurt? Für einige der vermuteten Hackerangriffe der CIA muss man sich in der Nähe des Ziels befinden. Und sobald man einmal in Europa ist, kann man sich frei von Land zu Land bewegen. Das Gelände in Frankfurt ist das größte US-Konsulat der Welt. Perfekt, um Camp aufzuschlagen. Wenn man dann zum Beispiel den französischen Präsidenten belauschen will, setzt sich ein CIA-Agent einfach in Frankfurt in einen Zug. Dann steigt er wieder aus, weil die Bahn nicht fährt und nimmt lieber das Auto, aber ihr versteht, was wir meinen. Welche Angriffe die CIA genau auf wen von Frankfurt aus durchgeführt haben könnte, ist nur sehr schwer nachzuvollziehen.
Aber die Sicherheitsforscher von Symantec haben einen interessanten Bericht veröffentlicht. Sie machen die CIA auf der Basis von Vault 7 für mindestens 40 bedeutende Hacks in 16 Ländern verantwortlich. Zu den Zielen gehörten Organisationen aus dem Finanzwesen, der Telekommunikation, Energieversorgung, Raumfahrt, IT, Bildung und dem Rohstoffsektor. Die Ziele lagen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Wahrscheinlich wurden einige dieser Hacks von Frankfurt aus geplant oder sogar durchgeführt. Auch der Special Collection Service der CIA und NSA soll in Frankfurt stationiert gewesen sein. Diese Spezialeinheit hat wahrscheinlich in Berlin Merkels Handy abgehört. Glaubt man Vault 7, nutzt die CIA auch Zero Days. So nennt man besonders gefährliche, unbekannte Sicherheitslücken in Software. Per Definition wissen die Hersteller der jeweiligen Software nichts über solche Sicherheitslücken. Dementsprechend können sie sie auch nicht schließen. Für Nutzer der Software ist es wahnsinnig schwer, sich vor Angriffen zu schützen, die solche Schwachstellen ausnutzen. Wie schützt man sich vor Einbrechern, wenn dein Haus eine zweite Eingangstür hat, die du nicht kennst? Tatsächlich kennt nicht mal der Architekt diese Tür. Nur der Einbrecher. Die CIA und die NSA suchen höchstwahrscheinlich systematisch nach genau solchen Zero-Day-Sicherheitslücken. Dann nutzen sie sie gnadenlos aus. Auf ihrer Basis bauen sie Cyberwaffen, wie zum Beispiel mächtige Viren oder Trojaner. Aber was, wenn solche Waffen in die falschen Hände geraten? NotPetya war wohl der schlimmste Hack aller Zeiten. Er hat global eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, basierend auf einer geleakten Cyberwaffe der NSA. Es gibt einen riesigen Schwarzmarkt für Zero-Day-Sicherheitslücken. Immer wieder wird ehemaligen Agenten der Prozess gemacht, weil sie die Cyberwaffen einfach mal mitgehen lassen. Firmen wie The Rhodium kaufen Zero-Days für siebenstellige Beträge und verkaufen sie dann an Geheimdienste weiter. Was auch immer höchstwahrscheinlich an der Gießener Straße in Frankfurt geschieht. Deutschland hat im Zweifel keine Kontrolle darüber. Aber wer hat denn die Kontrolle? Die größte Lektion aus Vault 7 ist vielleicht, dass niemand die Kontrolle hat. Jede Cyberwaffe der CIA und der NSA ist ein Sicherheitsrisiko für die globale Öffentlichkeit. Egal wie ausgeklügelt und komplex der Exploit ist, am Ende ist es Code. Code, den man ganz einfach kopieren und klauen und exponentiell verbreiten kann. Immer wieder kommen den Geheimdiensten einige ihrer mächtigsten Waffen abhanden. Ab dann kann sie im Prinzip jeder Teenager benutzen. So werden Milliarden von Menschen im Internet gefährdet. Wäre es nicht besser, Microsoft direkt zu informieren, wenn man eine gefährliche Sicherheitslücke in Windows 10 entdeckt? Wenn man selbst diese Lücke kennt, können auch andere sie finden und ausnutzen. WikiLeaks sagt, ihre Quelle wünsche sich eine Debatte über die Sicherheit, die Erstellung, die Nutzung, Ausuferung und die demokratische Kontrolle von Cyberwaffen. Die Geheimdienste spielen konstant mit Feuer. Mit welchem Recht? Cheers. Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema unbedingt in die Kommentare. Auf der Endcard findet ihr unser Video zu NotPetya und eine Doku vom Y-Kollektiv zu Hackerethik. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.